Digga, wie heißt Ex-Muslim überhaupt? Voll cringe, wir müssen den, den gottsüchtigen Bruder beim Namen nennen. Rap-Story, Bruder, ich danke dir für 5 Jahre, Habub. Wie heißt der nochmal? Heißt der Amir oder wie der heißt? Bekir? Bruder, Walla, du hast es. Was soll ich machen? Ich bin gerade vor mir. Sie kommt, er will mir einen geben, Bruder. Wie, dein Fortnite-Creator kommt? Ja, also genau den. Das ist so gottlos, dass ich über diese Themen hier lachen muss, alle! Das wusste jetzt gerade sein. Amir heißt der, okay, Amir. Also ich hab da aus dem Koran zitiert oder irgendein Text von Enno. Araber waren total empört, wie der Islam oder der Koran sagt, dass die Form der Erde eine Scheibe ist. Da brauchen wir nicht diesen Lügner Pierre Vogel, der mit seiner Interpretation kommt. Boah, Unge, da hat Antrag an dich gemacht. Wenn ich würde direkt Reactions machen und sagen, hey, was war das? Nebenbei nochmal schön ein bisschen Chai trinken, während die Kollegen unter meinem Shisha rauchen. Ich mag das, wenn du chillst. Auf jeden Fall war da eine Gruppe und die meinten zu mir, Bruder, sag mal ehrlich, machst du wirklich bald deine Shisha-Bar auf? Der glaubt wirklich das, was der ABK in seinen Videos sagt, dass ich eine Shisha-Bar aufmachen würde. Oder mach Shisha-Bar auf. Ich höre Manuel, wir machen ein Interview dort. Einen eigenen Tabak herstellen oder so? Der kann selber sich nicht mehr essen, Alter. Das ist... ABK, wir sind die Geilsten. Jeder, der mit dem Rabattcode ABK Army kommt, kriegt Shisha-Bar. Ich glaube, dass ich Shisha-Bar aufmache, durch ihn. Also, wie kaputt muss man nur noch sein? Jeder, der meine Videos guckt, ist kaputt im Kopf. Up in Smoke, eh? Er hat schon Dings, Shisha-Tabakname. Ehrenmann, Alter. Er ist kreativ, muss ich ehrlich sagen, Alter. El Batos, ich küsse deine Augen, danke für 5 Euro. Ab hier zum halben Preis. Digga, wo wohnt er überhaupt? In welcher Stadt wohnt der Bruder? Das wäre interessant. In welcher Stadt wohnt der, Bre? Scheiße. Ich hab gerade auf WhatsApp geschaut, da morgen Moschee kommt. Du weißt doch, Sure 16, Vers 63, ne? Sure, wo Allah erlaubt, Alkohol zu gären. Falsch, das ist Vers 67. Aber natürlich muss man auch dazu die passende Approbation erwähnen, ne? Kennt sich doch nicht so gut aus. Wenn ich zum... Fatmims, Bruder, Kuss geht raus, oder Schwester, danke für 55. Herrn bete und sage, Herr, gib mir die Möglichkeit, mehrere Menschen... das zu präsentieren, was ich präsentieren will. Ja, Mann. Ich glaube, Jesus hat dir ordentlich zugehört. Ich sehe schon ein paar YouTuber jetzt, die größer sind, gucken auch schon die Videos von dir. Bedank dich bei... Jesus war gnädig. Wenn ich bei Jesus da nichts damit zu tun. Doch hat er nicht auf dich reagiert. Glaub mir, Leute, die ihm alle zugucken. Er sitzt abends in seinem Zimmer und macht sich sehr viele Gedanken. Das ist ja so eine Fassade, die er aufsetzt. Aber er ein Mensch ist, der wirklich abends in seinem Bett... So, wie so voll ernst über ihn geredet wird, wenn dieser Meme von ihm eingeblendet wird. So nachdenken. Düsseldorf? Wallah, er wohnt in Düsseldorf? Wieso habe ich ihn noch nie gesehen, Alter? Zu welchen Uhrzeiten geht er raus? Ja, ich bin auch ehrlich, ist auch Fassade. Ich lieg sehr oft in meinem Bett und wichse nicht nur, wenn ich in meinem Bett liege, sondern ich fick auch oft meinen Kopf, aber richtig. So viele Dinge, die mich beschäftigen und dazwischen ist gar kein Platz für Ex-Moslem. Du wirst in den Tod gehen, ABK. So ist das. Du wirst nicht ewig leben. Denkt ihr, dann macht er auch ein Video über mich und sagt, ja, der ABK, der hat mir gestern noch auf WhatsApp geschrieben, der ist gerade in der Hölle und meinte, ey, Ex-Moslem, Bruder, du hast... Maybe Rap, Bruder, danke für 20 Euro, aber heute ist kein Reaction-Stream auf Tracks. Ich danke dir, Bro. Und 5,49 von der nächsten, Bruder. Ich danke auch dir, Habu. Kannst du hier so schreiben, dass ich noch zwei diesmal... Digga, wieso? Wieso? Mein Computer! Bitte! Erhöre meine Gebete! Und such mir einen Sponsor, der mir einen guten PC zusammenstellt. Und den mir schickt, damit wir gut streamen können. Ah, man hat mich geprankt, Bruder, was soll ich machen? Digga, ich kann nicht mal Rap-Browser-Videos anschauen! Die Leute haben sich gefreut, das sind 10.000 Zuschauer! Arbeitstag, bitte! Leute, wenn ihr eine einigermaßen gute PC-Firma habt oder sonst was, keine Ahnung, welche Firmen das sind, schreibt die bitte an und sagt, Mois braucht einen PC. Bitte, alle, ich brauche einen PC. Diese Streams müssen flüssiger laufen, wie Wichse. Es geht weiter. Die Prank-Bros sind schuld. Nein, niemals. Ich würde dir niemals in meinem Leben etwas antun. Ich sage heute immer noch, ich liebe dich. Oh, Digga, Wallah, das war süß. Das war richtig süß, Alter.
Alter, das war mein Herz. Das war aber süß. Man kann nicht sagen, das war süß. Wann hast du das Video gedreht? Was für 50.000 Abonnenten? Mittlerweile habe ich ja schon 60 in ein paar Wochen wieder erreicht. Oh, sorry, du Star. Darf ich noch Hallo sagen? Richtig spät. Sorry, das sind 60.000. Ganz YouTube Deutschland, also die ganzen YouTuber kennen mich ja durch dich. Ja, du tatsächlich der bekannteste YouTuber ganz... Habob, Bashi, Grüße gehen zurück. Danke für 48 Frank. Und N8Wolf, ich küsse deine Deutschland, Augen. Wegen mir kennen alle, was weiß ich was. Ich war mir nicht so einen Film auf Abonnenten, so wie du. Ich hab 60.000, nicht 50.000. Wow, sorry. Ja, du hast es erreicht in deinem Leben, du hast Abonnenten. Aber ich sag euch ehrlich, Freunde, daran sieht man, ganz egal woher du kommst, One Love, die zwei sind schon ein bisschen auf eine Homo verliebt, Alter. Also wirklich, da ist ein... Da ist eine erotische Aura. Und jetzt? So, wen interessiert das? Wenn du dich freust, dass so diese großen YouTuber auf dich auch reagieren. Wie heißt dieser Typ? Keine Ahnung, Montana Black oder was? Hast du dich gefreut, dass ein, so ein mit Millionen von Abonnenten auf dich reagiert? Das ist lacht! Komm, atmen, ne? Sagt der, der sich hier durch Abonnenten definiert, direkt sagt, der hat Hype, der hat sonst was. Guck mal, was er macht, da. Okay, das ist eine richtige Legende zwischen uns beiden, ne? Ist das krank, wie die Leute das feiern zwischen mir und dir, ey. Die kommunizieren schon zwischen diesen Videos. Oder tauscht Nummern aus, Jungs. Tauscht einfach Nummern aus. Ja, guck mal, ich bin auch ziemlich schmutzig und sympathisch und ich bin ja ehrlich. Aber bitte fahr in Zukunft keine Filme mit 55.000 und 60.000 Abonnenten. Bitte, sowas macht dich direkt unsympathisch. Du siehst ja auch aus wie jemand, der ein bisschen gut Körperfett an sich hat. So kann es dann sein, dass du wirst, wenn du die Mühe gibst. Ach du! Scheiße, wie scheiße du dein Körper zeigst! Nein, Becken, ich werde darauf nicht reagieren. Sorry. Junge, willst du jetzt einen anderen Mann mit deinem Körper beeindrucken? Ich mache aus dir auch rein. Gut gebauten Marok. Die Marokkaner sind doch alle so super gebaute Typen. Warum bist du nicht so einer, der auch so einen guten... Ja, dann wäre er vielleicht mit dir auch zusammen. Bodyguard, ich gehe mit dir trainieren, kein Problem. Ich muss erstmal ungefragen, ob ich jetzt dem Fremd gehen darf. Vielleicht können wir öfters mal miteinander trainieren gehen. Jungs, ich schwöre auf alles. Ex-Muslim ist verliebt, glaube ich. Er will sich diesen Marokkaner gönnen. Er will sich dieses Fleisch gönnen. No homo. Also wird ein gut gebauten Jesus-Kämpfer. Jesus und könnte mein Körper vor uns drauf. Der Ewigkeit, der denkt sich so, boah, war nicht schlecht, der Panzer, ne? 100%ig. Ja! Kann ich mir vorstellen, weil der Kerl rappt ja auch. Und dann noch mit deinen blöden Ilo-Zeichen da, was du da in deinen Videos dann bist. Jetzt den Shaitan. Ich frag mich auch, wie du so an diese 700.000 Abonnenten gekommen bist. Da müssen dunkle Mächte im Spiel sein, Freunde. Ein paar Illuminaten, ein paar flachen Rundungen in der Erde und ein paar Kuckucksklan-Anhänger. Und Teufel sei mit mir. Umgekehrt, wenn man ein Edoid-Album zurückschreibt. Das ist heftig. Was stimmt mit dir nicht? Auch diese Zeichen, die du in deinen Videos machst. Schreibt einer in den Chat, sehe ich. ABK hat bestimmt Abi oder Studium nicht gemacht. Ich habe ein Abitur gemacht. Nein! Nein! ABK hat jetzt zum 70. Mal gesagt, dass er ein Studium gemacht hat. Es ist sein, ich habe Psychologie studiert. Das habe ich auch circa 1000 Mal gesagt, Alter. Das ist schon das 70. Mal, dass er dieses Abi anspricht. Genauso ist es bei Sinan. Wenn er egal welchen Track macht, muss er über Knast rappen. Und ich sage jedes Mal, Bruder, Wallah, hör auf, Alter. Die Leute wissen, dass du im Knast warst. Und er beginnt, geht der Sterbe 7 Quadratmeter. Und ich habe vor kurzem noch in der Uni, was habe ich denn hier gemacht? Noch eine Prüfung mit einer 1,7 abgeschlossen. So viel zum Thema, ich habe mein Abi oder mein Studium nicht gemacht. Ja, die allein den Sport zu gucken. Ich gucke mit Shisha, aber ich warte schon die ganze Zeit. Das ist das. Wo bist du gerade? Weil die wissen, dass sie eben Kassir, ein Kurte, wie ein Tamer, ja, Jalalai. Ach so, Bruder, so, nein, ich wusste nicht, dass du gerade Fatiha am Sprechen bist, bist am Beten, ne? Ja, Safi, Bruder, ich warte auf dich. Bis gleich. Okay, kann ich das mehreren zigtausend von Menschen zeigen?
das Video ist zu Ende und ich möchte... Bruder, geiler Stream, Alter. Audiobühler, was du da gesagt hast, Bruder. Ja, Mann. Strafunter, Bruder. Du weißt doch, Islam ist einzig wahr. Ja, Mann. Das ist so... Ich feier dich, Bruder. Du bist ein guter Schauspieler, Alter. Hast du Hollywood-Vertrag bekommen und so? Wenn ich die Kamera sehe, dann denkt wirklich manchmal, du bist vielleicht wirklich krass. Ja, ich weiß. Bruder, du bist lachig. Ich feier dich doch. Ja, Mann. Geil. Hey, warte, die Kamera war doch an. Scheiße, Bruder, die Kamera war doch an. Nein, ich schneid das raus, ich schneid das raus. Kenn dich. Okay, Freunde, das war's mit dem Video auf Ex-Muslim, auf das wir alle gewartet hatten. Ich will nur ganz kurz mal schauen, ob der Bruder schon geantwortet hat. Doch, vor 3 Stunden hat er ein Video hochgeladen. Meine Frage an dich. Aber dieses Video ist nicht über ABK. Ich schau mal ganz kurz. Ne, dieses Video ist nicht über ABK. Er beschäftigt sich wieder mit der Materie, mit der er sich beschäftigt. Sehr krass. Diese Einladung wurde von beiden nicht angesprochen im Video, nur von dem hier. Der hat sehr sympathisch und süß geantwortet. Und ich wollte noch was sehen. Wo ist das? Hier, der. Ich habe das Video noch nie gesehen. Runde mit Tekken Bugatti. Digga, bitte Video, wieso läuft das Video? Und Zendan Crime. Frank Kennings. Düsseldorf. Düsseldorf, ihr wisst Bescheid. Musikalisch mache ich derzeit Musik, wie gesagt, das kommt ja schon vom musikalischen, hörst ja schon. Er ist 24-7 am Nacken anspannen, so. Musik wird auch von mir definitiv gekommen. Ich plane ein Album. Also no disrespect, wer sind diese Jungs? Release kann ich euch leider noch Datum noch gar nichts zu sagen, aber definitiv Anfang 2013, meine Freunde. Vorher kriegt ihr viele Videos zu sehen, viele Free-Tracks. Da und dann Feature eventuell. Ja, und meine Jungs sind auch alle dabei, wie gesagt, hier Zendan Crime. Zendan Crime heißt der Bruder. Schon ein süßer Name, warte, wie heißt das? Zendan, genau, Crime. So, on point, Habib, willkommen im Stream. Wo ist das? Tekken Bugatti, Fett Zendan und ÖFK Crime. Ja, da, das wollte ich sehen. Das wollte ich ein bisschen kurz sehen. Was haben wir hier? Und Zendan Crime, Düsseldorf. So, Alkohol, Zigarette. Mir geht's gut, danke. Dies Jahr hier, blendende Aussicht. Aber wenn ich weiß, also wenn ich mich nicht irre, hat der doch in seinen Videos die ganze Zeit Leute geblamed, die rauchen und trinken, oder? Und er war heilig. Also das ist der Bruder, über den das Video gerade geht, glaube ich. Die sind hier im Zoopark. Bei mir um die Ecke, Düsseldorf, Zoopark, Düsseldorf, Berndorf. Also Farid müsste den doch kennen, Alter. Ich schick das Foto mal Farid, vielleicht weiß er, wo der Bruder ist. So, ich würde voll gern auf spontan so in sein Fitnessstudio gehen. Hey, bist du nicht dieser Zendan Crime? So, ich will dir helfen bei Bankdrücken. So. Und dann halt schon hinwerfen. Wie gesagt, seht ihr ja hier schon hier das ganze Wasser und so. Ich bin ja mehr der romantische Typ. Hier führe ich die ein. Aber ich glaube, der trinkt eh keinen Alkohol. Das glaube ich nur so. Madame, gerne ein anderes Getränk. Aus. Zeig ihr meine romantische Seite, die ich besitze. Enten haben wir auch da, falls ihr Bock habt zu füttern oder so. Ich bin tierfreundlich. Wieso redet er nicht? Ich will, dass der Bruder redet. Send den Crime! Esst die Tiere. Esst sie trotzdem gerne. Ja, so viel dazu.